Hallo meine Lieben und willkommen zu einer weiteren Puppenreview und heute gehen wir mal wieder in den Bereich Monster High. Wer mein Shopping-Video diese Woche gesehen hat, weiß ja, ich war beim Toys und habe mir nicht nur die Wunderland Apple White gekauft, die Review habe ich ja schon hochgeladen, sondern auch eine von Monster High, nämlich Amanita Nightshade. Und ich muss sagen, ich habe es definitiv nicht bereut. Aber gucken wir uns mal im Detail an. Erst einmal haben wir hier Amanitas Gesicht. Und ich muss sagen, es ist wunderschön gemacht. Also besonders diese Blätter unter ihren Augen sind richtig klasse aus. Dann die Haare, muss ich sagen, bin ich voll begeistert. Also gut, sie sehen jetzt zwar etwas wirr aus, aber es ist total voller Locken und richtig üppig, richtig voluminös. Und hier oben, gut, da ist noch das Plastik drumherum, sind so eine schwarze Blüte mit Dornenranken als Haarschmuck. Richtig klasse. Und ich muss sagen, also ich finde die Haare sind sehr toll. Also klar. Es steht alles so ein bisschen ab und ist ein bisschen durcheinander, aber dafür sind jede Menge Locken drin, was ja nicht unbedingt der Normalfall bei Monster High und Ever After High Puppen ist. Dann hat sie hier auch noch eine Halskette, da bin ich aber noch nicht so richtig dahinter gekommen, was da jetzt genau eigentlich als Anhänger dran ist. Aber gut, das werden wir vielleicht auch noch ergründen. Da hat sie so eine wirklich, eigentlich eine sehr schöne grüne Hautfarbe, das kommt irgendwie hier auf der Kamera so ein bisschen blass rüber. Ich weiß nicht warum, also in Real Life ist die Hautfarbe doch um einiges intensiver. Also ich weiß nicht, warum die Kamera das Grün nicht so schön einfangen kann. Keine Ahnung. Dann hat sie hier so ein kleines, ja, auch wie so ein Dornenarmband. Dann eine Handtasche, auch so ein bisschen in, auch so ein bisschen natürlich in Blumenverzierung und dann ihr Kleid. Also ich würde mal sagen, wunderschönes Kleid, Tüll und jede Menge schwarze Spitze mit wunderschönem Pflanzenmuster natürlich drauf. Und das Kleid ist auch so geschnitten, dass es quasi wie so eine umgedrehte Blüte aussieht und hat auch hier noch dann diese schwarzen Rüschenverzierungen, richtig genial. Und natürlich darf auch Blumen- und Rankenschmuck an ihren Schuhen nicht fehlen. Und der Schmuck ist wirklich extrem ausladend, aber ist total genial. Und jetzt auch nochmal von hinten natürlich zeigen. Absolut spitze. Also eine wirkliche Schönheit, kann man nicht anders sagen. Ja, wie ihr sehen könnt, so natürlich der übliche Monster High Ständer ist dabei, dann natürlich auch die Bürste. Dann hat sie noch ihr persönliches kleines iPhone, iPad, ich weiß nicht, das hat garantiert auch irgendeinen bestimmten Monster High-artigen Namen, aber der fällt mir jetzt leider nicht ein. Das hat sie auch dabei. Dann diese natürlich auch mit Blütenmuster verzierte Mappe und kurz aufmachen, was könnte da drin sein? Na, natürlich ein Foto von Amanita selber und was denn sonst? Und hier auch sehr schön detailliert und dann natürlich auch hier ihr kleines Tagebuch. Wo ich schon toll finde, da ist ein Schreibfehler drauf. Hier, das untote Leben und Wirken der Amanita Nightshade. Also, da hat man einfach mal ein A vergessen. Aber was soll's. Und mal zeigen. Hier vorne ist dann auch noch ein wunderschönes Bild von ihr drin. Und dann ist sie halt in verschiedenen Sprachen. Ist hier ein kleines Tagebuch über mich und ich lese das jetzt nicht alles vor. Wenn ihr das vielleicht lesen wollt, dann könnt ihr ja gerne mal jetzt auf Pause drücken oder so.
Ja, mordsmäßige Macke. Haustier, Lieblingsbeschäftigung, absolutes No-Go, Lieblingsfach, ätzendes Schulfach, Lieblingsfarbe, Lieblingsessen und so weiter und so fort. Und dann hier auf der anderen Seite ist dann natürlich auch noch ihre kleine Geschichte. Ja. Und dann das Tagebuch hier hinten auch mit dieser, ich finde, sehr, sehr schönen Blütenverzierung. Und ja, also ich muss sagen, sie gehört ja auch in diese quasi kleine Unterserie Finsternis und Blütenpracht hinein. Und ich finde diese Designs einfach total genial, vor allen Dingen mit diesem ganzen Pflanzenartigen dazu. Finde ich sowieso sehr, sehr cool und ja, sie ist absolut genial. Und wie ich sie gesehen habe beim Toys, musste ich sie einfach mitnehmen, weil sie echt klasse aussieht. Und wie gesagt, also ich weiß nicht, warum die Kamera die Hautfarbe so blass macht, aber ihre Hautfarbe ist in echt viel, viel intensiver und viel schöner. Also lasst euch jetzt von der Aufnahme nicht so täuschen. Also das Grün in ihrer Haut ist viel intensiver. In real life. Okay. Ja, das war meine kleine Review zu Amanita Nightshade von Finsternis und Blütenpracht von Monster High. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Kommentare habt, schreibt es mir gerne in die Kommentarbox. Und ansonsten, ja, sehen wir uns im nächsten Video. Und ich sage mal, bis dahin, meine Lieben, macht's gut.